Hallo, liebe Gärtner. Wir sehen hier die Litchi-Tomate. Und ich bin ja durchaus Verfechter bei ähnlichen Gewächsen wie beispielsweise der Physalis oder der Tomatillo, dass man diese Pflanzen gut überwintern kann, um so die Erträge zu steigern. Das ist bei der Litchi-Tomate meiner Erfahrung nach sogar noch extremer vonnöten. Ich schneide die immer im Herbst irgendwann im Oktober zurück. Hier sehen wir die Schnittstelle so auf ungefähr 20 cm Höhe und überwintere das Ganze dann. Das geht vollkommen ohne Probleme und habe so die Chance, im nächsten Jahr eben mit stärkeren, kräftigeren Pflanzen zu starten und schon eher Blüten und Früchte zu haben. Die ersten Blüten waren hier schon Anfang Mai. Jetzt das Video ist um den 20. Mai herum entstanden. Ihr seht, das ist schon über und über voll mit Blüten. Und gerade bei der Litchi-Tomate, die eigentlich einjährig ist, wie eben Physalis und Tomatillo auch, wäre da sonst überhaupt nicht dran zu denken, so früh schon Hätte. Blüten zu Deshalb haben. versuche ich dieses Jahr Das etwas ist jetzt anders meine zu machen. Vergleichsaufnahme. Ich glaube, das ist sogar Ich werde diese aus dem letzten Pflanze Jahr, aber bewusst in später. diesen ganz Also, kleinen das Töpfchen dürfte so Mitte behalten und Juni auch nicht sein, bei weiter der ausgesäten umtopfen. Pflanze. Das ist also ein Die Achtertopf und sieht da wird die dann Pflanze auch drin so bleiben. aus. Ich werde sie dann auch von Zeit zu Und Zeit da immer ist mal eben wieder an zurückschneiden, dass Fehlblütenbildung sie einfach in und dieser Größe großen bleibt. Fruchtertrag Sind da. überhaupt nicht zu denken. Da ernte ich dann vielleicht drei, vier Früchte. Jetzt bin ich eben Mitte Mai schon deutlich, deutlich weiter. Wie gesagt, hier sind mit Sicherheit schon 50 Blüten dran im Laufe der Zeit. Und wenn ich hier die ausgeblühten schon mal hier öffne, sehen wir auch schon die erste Fruchtbildung. Zweites Problem ist so ein bisschen hierbei auch die Bestäubung. Ich sehe hier relativ wenig Insekten. Vielleicht kann da gerne mal jemand was zu sagen, ob das bei euch auch so ist. Hier und da Schwebfliegen, die ja auch zuverlässig bestäuben, sind da. Sonst eher wenig. Ein weiteres Problem. Aber mit der Überwinterung passt es.